Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf dem ID-Kanal, den Reaction-Kanal eures Vertrauens. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren. Heute schauen wir uns den Kanal Sonnenseite an, und zwar diese 24 Rätsel stellen deine Aufmerksamkeit auf die Probe. Was genau ist da los? Ich sehe, Leute, Tesla-Logos, 2 Stück, und ich weiß nicht, welches davon ist richtig. Wir schauen es an, Leute. In dem Sinne, macht gerne mal den 24 Rätseln mit, holt euren Taschenrechner aus und sammelt eure Punkte, wie bei Payback oder kein Placement. Und wir zählen, Leute, let's go! Warum hat die Frau gesagt, sie hat kein Portemonnaie gesehen? Er hat doch bei ihr bezahlt. Sie hat doch bei ihr bezahlt. Sehe ich nicht ein, sorry. Ich gebe mir jetzt einen extra Punkt. Find beide Antworten richtig. Leute, tut mir leid, aber hier wirklich die Regeln. Ey, wenn jemand was dagegen hat, dass ich mir jetzt einen Punkt gebe, dann schreibt's in die Kommentare. Ich habe doch plausibel erklärt, dass es keinen Sinn macht. Man geht tief im Wald spazieren und verirrt sich. Nachdem sie stundenlang umhergewandert ist, kommt sie an das Haus der Hexe. Diese feiert eine Party zu ihrem 300. Geburtstag. Esmer bleibt eine Weile, um mit der Hexe und ihren Freundinnen zu feiern. Doch dann bittet sie die Hexe, ihr den Heimweg zu zeigen. Die antwortet, dass Esme ihr helfen soll. Sie hat 3 Schokoriegel und 5 Gäste. Esme soll die Riegel so teilen, dass jeder die gleiche Menge Schokolade kriegt. Schafft sie es, kann sie nach Hause gehen. Wenn nicht, muss sie bis zum 400. Geburtstag der Hexe bleiben. Wie kann Esme die Schokolade teilen? Eine Reihe pro Dingens. Eine Reihe pro Ding. Sie muss jeden Riegel in 5 Teile brechen. Nice. Auf diese Weise erhält jeder insgesamt 3 Stück. Am letzten Schultag wird der Schüler Ole vermisst. Lol, habt ihr diesen Grafikglitch gesehen? Die Lampen bewegen sich einfach. Guckt mal. Insgesamt 3 Stück. Die Laternen bewegen sich. Am letzten Schultag wird der Schüler Ole vermisst. Ein Kommissar kommt, um den Fall zu untersuchen. Es gibt 3 Verdächtige. Die Schulleiterin Frau Adams, den Putzmann Herr Jonas und Oles Klassenkameradin Nora. Frau Adams gibt an, sie habe eine Menge Papierkram zu erledigen und habe den ganzen Tag in ihrem Büro verbracht. Herr Jonas gibt zu, dass er Ole kennt, aber sagt, er habe nichts mit diesem Vorfall zu tun. Nora sagt, sie sei nach dem Unterricht in der Schule geblieben, um ihre Hausaufgaben für den nächsten Tag zu machen. Aber sie habe Ole nach Unterrichtsschluss nicht mehr gesehen. Wen soll der Beamte festnehmen? Das ist schwer. Das ist deswegen schwer, weil ich am Anfang nicht ganz zugehört habe, wann er verschwunden ist. Ich sag mal, die... Nehmen wir einfach den Hausmeister. Sie ist doch viel zu jung, um jemanden irgendwie zu entführen. Warum? Sagen wir es da, der Hausmeister. Nora, sie sagt, sie... Natürlich, ich lieg wieder falsch. Ich lieg wieder falsch. Wow. Habe ihre Hausaufgaben gemacht, aber es ist der letzte Schultag. Da gibt es keine Hausaufgaben zu morgen. Sie hat etwas zu verbergen. Hä? Hey. Du kannst schon Hausaufgaben machen. Ich, Leute, das macht keinen Sinn. Ich erinnere mich oft genug daran, und da könnt ihr jetzt jeder mal bitte mal schreiben, ob das bei euch auch so war. Ich kann mich oft daran erinnern, in der Realschulzeit, dass wir Hausaufgaben hatten für das nächste Jahr. Nicht in jedem Fach, aber in Bio. Da war unsere Hausaufgabe, dass wir Bohnen kaufen sollten. Wir sollten Bohnen kaufen für den ersten Schultag. Das ist jetzt keine richtige Hausaufgabe in dem Sinne. Aber es gab auch die ein oder andere Aufgabe, wo wirklich Sachen gemacht werden. Ja, wir haben es jetzt noch nicht geschafft bis Ende des Jahres. Holt das mal bitte nach bis zum ersten Tag. Das wurde am Ende nicht kontrolliert, aber trotzdem, es gab einige Hausaufgaben. Schreibt mal, wie es bei euch ist. Jetzt zeige ich dir ein paar Bilder und du musst herausfinden, was damit nicht stimmt. Lass uns loslegen. Hier ist das erste. Sonnenseite. Keine Ahnung, da steht Sonnenseite Schau drauf. Hin. Der Buchrücken ist auf der falschen Seite. Was? Der Buchrücken? Hä? Nein? Der ist richtig? Sonnenseite. Ich verstehe es nicht. Ich hab aber erkannt, dass da was war.
Schau hin, der Buchrücken ist auf der falschen Seite. Ich versteh's immer noch nicht. Okay, nächstes. Das ist eine Autobahn. Seit wann gibt's auf einer Autobahn eine Linkskurve? Das ist ein blaues Schild, Autobahn. Das Straßenschild zeigt an, dass man nur auf der rechten Spur rechts abbiegen kann. Leute, da ist ein blaues Schild und die erwarten davon, dass ich denke, dass die Rechtsabbiegespur falsch ist. Ey, ich kenne keine Autobahn, wo es eine Linksspur gibt. Wo so ein Linksabbiegeteil da zeigt. Nein, das gibt einen Punkt für mich. Aber da ist kein. Sorry, dass ich heute so stur bin, Leute, aber ich hatte heute teilweise einen etwas, ja, nicht schlechten Tag, nein. Aber ich bin müde, Leute. Ich bin müde und wenn ich kein Recht kriege, obwohl ich 500 IQ mache, dann macht mich das ein bisschen sauer. Achso. Okay, ich gönn dir eine Pause. Danke. Das hier ist nicht schwer. Was stimmt nicht? Ja, wo ist der Fußball? Wo ist der Fußball? Punkt. Richtig, die Sportler spielen Fußball mit einem Baseball. Du musst aufpassen. Hier noch ein Bild. Aber etwas darauf stimmt nicht. Was ist es? Hat er gerade Baseball gesagt zu einem Football? Hat er gerade wirklich Baseball gesagt? Aufpassen. Hier noch ein Bild. Die Sportler spielen Fußball mit einem Baseball. Das ist kein Baseball. Und das bedeutet, lieber Sonnenseite, das gibt noch einen Punkt für mich. Du musst aufpassen. Hier noch ein Bild. Aber etwas darauf stimmt nicht. Was ist es? Die eine sonnt sich im Kleid. Sieh hin, der Pool Eis. Ist gefroren. Kein Spaß. In einer ruhigen Kleinstadt kommt es immer öfter zu Banküberfällen. Die Täterin ist so schnell, dass die Polizei sie nicht fassen kann. Nach einem weiteren Raubüberfall beobachtet die Polizei, Sonic. Wie die Verbrecherin ein Lebensmittelgeschäft betritt. Sonic. Darin befinden sich drei Kundinnen, die nun die Hauptverdächtigen sind. Sonic, erkennst du, wer die Räuberin ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie diskriminierend. Die eine hat einfach... Hat die nur ein Bein? Naja, ich sag einfach mal, es ist die mittlere. Das sieht aus, als hätte nur ein Bein, aber es ist die mittlere. Weil die läuft nicht auf High Heels und die andere hat ein verletztes Bein. Es ist die Frau in der Mitte. Die erste trägt hohe Absätze, damit kann sie nicht schnell gerannt sein. Die dritte Frau hat ein Gipsbein, also kann sie auch keine Bankräuberin sein. Warum nicht? Kommissar Grünschnabel reist in eine Kleinstadt, in der jeden Tag junge Frauen verschwinden. Vier von... Was? Das ist ja ein ultra... bizarres Szenario. Ihnen werden bereits vermisst. Anna, Elle, Hannah und Ada. Nach einiger Recherche ist der Polizist sicher, dass das nächste Ziel eine dieser vier Frauen sein würde. Rita, Elsie, Annegret und Eve. Findest du heraus, welche es sein wird? Ich sag einfach mal... Rita. Es scheint, als wären die Namen aller vermissten Mädchen Palindrome. Das heißt, sie bleiben gleich, egal ob man sie von links nach rechts... Die Linke, habe ich gesagt, ne? Die ganz links. Das einzige weitere Mädchen mit einem Palindrom-Namen ist Eve. Also muss sie das nächste Opfer sein. Das ist smart. Während der reiche Herr Collard im Urlaub ist, wird sein Büro ausgeraubt. Die Polizei leitet eine Untersuchung ein. Mhm. Sie finden Fingerabdrücke von drei Personen und verhören sie. Herr Collards Sekretärin Tanja gibt an, dass sie ins Büro gekommen sei, um die Pflanzen zu gießen. Sein Geschäftspartner Özgür sagt aus, er sei einmal da gewesen, um wichtige Papiere zu holen. Der Putzmann Robert sagt, dass er alle zwei Tage den Boden gewischt habe. Wer hat das Büro ausgeraubt? Ich bin gerade zu müde, um es zu checken. Ich sag aber einfach mal, das war dieser Typ, weil der alle zwei Tage seinen Boden wischt. Sagen wir einfach mal, das war der. Es war Tanja. Sie hat gesagt, die Pflanzen gegossen zu haben. Aber sieh hin, es gibt nicht eine Pflanze in Herr Kollerts Büro. Woher soll man das wissen? Der Raum hat ja auch noch eine Rückseite. Da könnten doch die Pflanzen sein. Es ist doch taktisch ziemlich dumm, wenn man die Pflanzen... Ja gut, man könnte sie an die Fensterseite hinstellen, aber es ist doch schlauer, wenn du als Bürosekretär oder Chef die Blumen selber sehen kannst, die Pflanzen. Grün fürs Auge ist gut für Stresssituationen. Büro. Jan ist auf einer Expedition zum Südpol. Eines Tages wacht er in einer gefrorenen Höhle auf.
Er erinnerte sich nicht, was passiert ist, aber er weiß, er muss hier raus. Er sieht drei Türen und ein Poster. Darauf steht, dass der Raum hinter der ersten Tür mit giftigem Gas gefüllt ist, dass hinter der zweiten Tür ein riesiger See liegt und hinter der dritten Tür ein Raum, in dem jede Sekunde spitze Eiszapfen von der Decke fallen. Jan kann nicht schwimmen. Welche Tür sollte er wählen, um sicher zu entkommen? Die mittlere, weil wir denken, dass es Süßwasser ist. Aber eigentlich soll es Salzwasser sein. Aber wenn es Süßwasser ist, gefriert es. Deswegen nehmen wir die mittlere Tür. Er sollte sich für die zweite Tür entscheiden. Er ist am Südpol. Es ist eiskalt. Der See muss also gefroren sein und er muss nicht schwimmen. Ja, ein See, okay. Ein See, es ist nicht das Meer. Aber Leute, wir haben einen Punkt. Wichtiger Punkt. Aurora beschließt, ihren Sommerurlaub auf dem Land zu verbringen. Sie liebt es, alleine lange Ausflüge in den nahegelegenen Wald zu unternehmen. Keine gute Idee. Eines Tages stößt sie auf ein altes Herrenhaus. Es stammt aus dem 18. Jahrhundert und seitdem lebt dort niemand mehr. Drinnen ist es staubig und es gibt weder Licht noch Strom, doch der Ort ist wunderschön. Plötzlich fällt die Tür hinter Aurora ins Schloss. Sie sieht drei Auswege. Hinter der ersten Tür warten viele hungrige Ratten. Hinter der zweiten Tür befindet sich ein 300 Meter tiefes Loch. Und hinter der dritten Tür gibt es einen Elektrolaser, der sie sofort verbrennen würde. Welche Tür ist sicher? Ich muss hier kurz pausieren. Also nehmen wir an, die mit dem 300 Meter Loch nehmen wir mal nicht. Das mit den Ratten nehmen wir mal auch nicht. Wir nehmen einfach mal den Laser. Warum aber? Naja, ist dort Strom? Die dritte. Es gibt keinen Strom. Nein. Nein, nein. Sonnenseite, tut mir leid. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ich habe doch ganz klar gesehen, da ist Strom. Laser. Da ist ein Laser. Da ist ein Laser. Und er sagt, es gibt keinen Strom. Immerhin, wir haben recht. Aber es ist so unlogisch, meine Güte. Also funktioniert der Laser nicht. Daniel ist im Ausland und genießt die Sonne und seinen lang ersehnten Urlaub. Eines Tages trifft er am Strand ein hübsches Mädchen und verbringt den ganzen Tag mit ihr. Nice. Abends stellt er fest, dass er ihren Namen nicht kennt. Er fragt, ob er am nächsten Tag mit ihr ausgehen könne. Das Mädchen sagt ja, aber nur, wenn er ihren Namen errät. Daniel ist am Boden zerstört, aber zum Glück mag ihn das Mädchen. Also schreibt sie einen Hinweis auf ein Stück Papier, um ihm zu helfen. Das Folgende steht darauf. Findest du den Namen des Mädchens heraus? Laura? Laura? Ignoriere die Ziffern und sieh dir die Buchstaben an. Zusammen. Das ist so schlecht, dass ich gleich weinen muss. Ergeben sie den Namen Laura. So muss das Mädchen heißen. Jelena will zu der Party, die ihre Klassenkameradin feiert, aber ihre Mutter lässt sie nicht gehen. Frau Müller fühlt sich schlecht, weil sie ihrer Tochter keinen Spaß gestattet. Dann erinnert sie sich, dass ihre Eltern vor kurzem auf einen kleinen Bauernhof gezogen sind und sich ein paar Ziegen geholt haben. Sie schlägt Jelena vor, stattdessen ihre Großeltern auf dem Bauernhof zu besuchen. Ist ja mega geil. Also ich habe übelst Bock auf eine Party mit Freunden, aber nein, Leute. Was ist geiler? Mit Ziegen. Auf dem Bauernhof. Mit Ziegen. Das sind die richtigen Ziegen. Das Mädchen willigt ein. Was? Ja, okay, ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Anstatt auf den Hof zu gehen, geht sie zu der Party. Als Jelena am Sonntagabend nach Hause kommt, fragt ihre Mutter sie, ob ihr der Bauernhof gefallen habe. Das Mädchen sagt ja. Sie habe nicht gewusst, dass Hühner so süß sind. Danach kriegt Jelena Hausarrest. Wieso? Ziegen. Mann, Jelena, sorry, tut mir leid. Ziege! Auf dem Hof der Großeltern gibt es nur Ziegen. So hat ihre Mutter begriffen, dass das Mädchen nicht dort war. Sonst wüsste sie das. Eines Morgens schneit es. Kommissar Grünschnabel hat tagsüber nicht viel Arbeit. Doch am Abend meldet der Besitzer eines Juweliergeschäfts, dass er ausgeraubt worden sei. Grünschnabel befragt die Nachbarn, was sie zum Tatzeitpunkt gemacht haben. In drei Häusern erklären die Leute, sie hätten ihr Zuhause an diesem Tag nicht verlassen. Doch der Kommissar weiß, dass einer von ihnen lügt. Wer ist es und woran hat der Kommissar das erkannt?
Der linke, weil da Schnee ist. Es ist jemand aus dem zweiten Haus. Es hat morgens geschneit. Wenn niemand das Haus verlassen hätte, gäbe es keinen Schnee unter den Autos. Doch unter diesem Auto liegt Schnee. Oh, eine ja. Eine Frau reist auf einem kleinen, aber feinen Kreuzfahrtschiff. Eines Nachts während eines Sturms wird sie ausgeraubt. Jemand sagt, einer der Passagiere, Jochen, wäre die ganze Zeit sehr verdächtig gewesen. Er hätte die Frau ständig beobachtet. Der Detektiv verhört Jochen, doch er streitet ab, irgendetwas gestohlen zu haben und erklärt, er sei während des Sturms in seiner Kabine gewesen und habe seiner Frau einen Brief geschrieben. Dann zeigt er dem Detektiv den Brief. Hier ist er. Schau ihn dir an. Wieso nimmt der Detektiv Jochen daraufhin fest? Liebe Marie, seit ich dich verlassen habe, bin ich ständig deprimiert. Mein Glück ist, in deiner Nähe zu sein. Ja. Unablässig durchlebe ich meiner Erinnerung deine Liebkosungen, deine Tränen, deine liebevolle Fürsorge. Für immer dein Jochen. Weiß ich nicht. Hieß die Frau nicht Marie, die entführt wurde? Vielleicht. Wer weiß? Vielleicht ist es ein Liebesbrief? Das ist doch die Frau gewesen, die entführt wurde, oder nicht? Jochen hat gesagt, er habe den Brief während des Sturms geschrieben. Doch das Schiff ist auf den Wellen geschaukelt. Die Handschrift ist zu sauber, als dass Jochen die Wahrheit sagen könnte. Oh, es tut so weh. Das ist so dumm. Es macht so keinen Sinn. Es macht so überhaupt keinen Sinn. Ja. Natürlich ist der Sturm so schlimm, dass das Schiff so wackelt. Aber ist euch eigentlich mal aufgefallen, wenn das Schiff wackelt, wackelt ihr mit. Versteht ihr? Das heißt, das Schiff wackelt, ihr wackelt auch. Nee, Leute, das war's vom Video. Ich bin raus. Ich habe 18 Punkte, davon sind 6 sind unrechtmäßig. Vergesst die Punktzahl, der Spaß, ach, es hat keinen Spaß gemacht. Vergesst den Spaß, wichtig ist, was ist wichtig? Was ist wichtig im Leben? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Adizock ist raus, haut rein von uns. Ciao.